Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen bei der Filmflo. Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen 4. Mai, denn der 4. Mai, der gilt unter uns Star Wars Fans ja als der sogenannte Star Wars Tag. May the Force be with you, ne, dieses Wortspiel, das blende ich euch mal kurz hier ein. Und ich habe gedacht, ich nehme den Tag natürlich zum Anlass, ganz im Zeichen von Star Wars, und zeige euch ein wenig meine Star Wars Sammlung. Und ich würde sagen, bevor wir zu dem kommen, was hier bei mir im Hintergrund steht, gucken wir uns hier einmal die Filme an. Und ja, die Filme, die sind natürlich das Zentrale und dementsprechend befindet sich das Ganze hier auch in meiner Sammlung. So haben wir hier zum Beispiel ja, Star Wars Episode 1 hier mit einem 3D-Lentikular-Cover, das ich mal aus dem Kino mitgenommen habe. Der Film, der lief ja mal in 3D in den Kinos, kam aber nicht besonders gut an, weil die Konvertierung einfach nicht besonders gut war. Und nichtsdestotrotz habe ich gedacht, diese kleine Karte hier so als Erinnerung, die kann man definitiv hier mit reintun. Ja, und so habe ich auch halt die anderen Star Wars Filme hier dementsprechend alle im Steelbook und finde ich auch soweit eigentlich ganz einheitlich. Dazu habt ihr dann halt hier noch Rogue One, was ich finde ein großartiger Film ist, und ihr habt natürlich noch Solo. Und was ich einfach mal dazugestellt habe, weil es einfach auch ein Steelbook ist, was ich einfach ganz toll finde, ist halt hier das Lego Star Wars Spiel, die Skywalker Saga, denn ihr habt dann halt hier ein Lego Männchen in Carbonit. Fand ich einfach ein ganz witziges Steelbook. Da sieht man, dass man halt hier im Spielebereich auch noch ein bisschen kreativer ist, wie bei den Filmen. Dazu kommt dann hier nochmal die Skywalker Saga, wo halt auch wirklich jede Menge Bonusmaterial mit am Start ist. Und dann habt ihr hier noch die Clone Wars Saga, und ja, da finde ich es wirklich extrem schade. Die kriegt ihr nämlich ja wirklich nur noch zu wirklich sehr hohen Preisen. Und ja, ich habe sie mir damals direkt zum Start geholt und das ist halt hier wirklich auch eine ganz, ganz schöne Edition. Ich habe dann nachträglich, weil hier jetzt steht Staffel 1 bis 5, die 6. Staffel noch mit reingetan. Da war definitiv noch Platz. Es gibt aber noch eine 7. Staffel, die gibt es aber bis heute nicht offiziell auf DVD und Blu-ray. Ja, dann auch ganz interessant, es gab mal hier eine Collectors Edition zu Das Erwachen der Macht, dem 7. Star Wars Film. Und ja, das hat man so aber nicht durchgezogen, weil hier ist zwar die 3D am Start, aber man hat diese Collectors Edition danach nicht mehr rausgebracht. Sprich, zu Episode 8 und 9 gab es das Ganze nicht mehr. Fand ich eigentlich ganz schade, hätte ich mir auch ganz gerne noch hingestellt. Aber ist hier definitiv auch so in der Form in der Sammlung geblieben. Und auch hier haben wir dann nochmal den Pilotfilm zu Clone Wars, der ist nochmal extra vermarktet worden und befindet sich halt hier nicht in der Box. Auch der wird mittlerweile sehr, sehr hoch gehandelt, weil ja, nachdem dementsprechend Fox gekauft worden ist von Disney, gab es halt viele Sachen nicht mehr, die hier unter Warner dementsprechend herausgegeben worden sind. Ja, und so viel auf jeden Fall zu den Filmen. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier einmal meine Collectible-Sammlung an zu Star Wars. Und auch da muss ich sagen, ist das wirklich ein, ja, eine Sammlung, die ich mir wirklich mit Herz und Leidenschaft hier wirklich aufgebaut habe. Es steht hier alles noch nicht so wirklich final. Also wenn der eine oder andere denkt, hey, das passt hier noch nicht so ganz an der einen oder anderen Stelle. Ja, es ist tatsächlich hier auch noch alles vieles im Aufbau. Und ich habe zwar schon so die Vorstellung, wie es am Ende aussehen soll. Einiges ist auch noch an Bestellungen offen. Aber so steht es halt erstmal platzhaltertechnisch, wobei halt hier wirklich einzelne Figuren zu den jeweiligen Filmen dann dementsprechend passend hier stehen. So habt ihr hier zum Beispiel die Prequel-Trilogie und dann habt ihr hier verschiedene Klone zum Beispiel mit dabei. Und ich habe mir halt wirklich gesagt, hier oben möchte ich ganz gerne wirklich Statuen haben und halt zum Beispiel hier mit Darth Vader eine Büste. Und der Darth Vader, das ist auch wirklich so ein Traum, den ich mir da wirklich erfüllt habe, weil den gab es vor einigen Jahren schon mal. Der ist von der Firma Sideshow. Und Sideshow bringt das Ganze immer limitiert raus, aber dann gibt es das Ganze ja irgendwann nicht mehr natürlich. Und viele Jahre später haben sie das Ganze jetzt nochmal veröffentlicht. Ähnliches macht man auch im 1:6 Figuren schon mal Bereich. Und ja, zu der Reihe hier oben kommen wir nochmal später. Schaut auf jeden Fall hier gerne nochmal über die einzelnen Figuren. Und Hot Toys, ja, die zeichnen sich halt wirklich dadurch aus, dass die auch teilweise wirklich ganz, ganz tolle Headsculpts haben. Also der Kopf hier, der wirklich aussieht, als wäre er letztendlich hier vom Darsteller. Hier haben wir mit Peter Cushing zum Beispiel einen Darsteller, der ja dementsprechend Grand Moff Tarkin gespielt hat. Und das ist einfach wirklich Wahnsinn vom Gesicht her. Also ich finde die Figur wirklich absolut grandios. Ja, dann gibt es natürlich sehr viele Stormtrooper auch, wo ich auch sagen muss, das gehört natürlich für mich genauso in die Sammlung. Ich habe da wirklich so, ja, schon einen Sammeltick, was die verschiedenen Trooper angeht. Auch wenn man hier so auf kleine Details achtet, wie hier zum Beispiel den Helm aus der Schlacht aus Endor, der da dementsprechend schon dieses Weathering hat. Ich finde den echt absolut grandios. Und dann gibt es natürlich so wie hier unten nochmal so Sachen wie hier mit dem Scout Trooper, der dann dementsprechend auf dem Bike mit drauf ist. Ja, absolut klasse. Ja, was für mich auch dazu gehört, und das ist natürlich eine Sache, die mag vielleicht auch nicht jeder unbedingt, der Star Wars gut findet, ist dann natürlich die Sequel-Trilogie. Da habt ihr dann die Filme bzw. Figuren zu Episode 7 bis 9. Und so haben wir dann hier zum Beispiel eine Rey oder einen Kylo Ren. Die wollte ich dementsprechend zu der Skywalker Saga auch als Figurenform hier nochmal stehen haben. Und dann habe ich hier unten noch Mando mit Grogu und dann nochmal hier Bo-Katan Kreese, die ich auch in der dritten Staffel von The Mandalorian absolut klasse fand. Ja, was ich neben den Figuren und den Statuen noch habe, sind natürlich diese Helme hier von der Hasbro Black Series Reihe. Die finde ich wirklich ganz toll, weil die haben wirklich ein klasse Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt noch die Helme der EFX Reihe, die sind einfach nochmal detailgetreuer. Blende ich euch hier auch nochmal ein. Aber ich muss sagen, ich bin hier mit den Hasbro Helmen absolut zufrieden. Und die Hasbro Helme, die haben hier wirklich nochmal die Möglichkeit natürlich, das Ganze aufzusetzen. Ja, ihr könnt hier dementsprechend im Inneren das Ganze hier auch nochmal verstellen, ja, falls es von der Größe her nicht passen sollte. Und ihr habt die Möglichkeit, hier auch nochmal Batterien einzusetzen. Aber ich demonstriere euch das Ganze mal. Batterien habe ich jetzt nicht drin, weil ich das halt wirklich sehr, sehr selten nutze. Aber ich setze das Ganze mal auf. So, und dann könnt ihr dementsprechend hier an der Seite nochmal das Visier hier ausrichten. Also die Möglichkeit habt ihr dann auch nochmal. Und ja, die Helme, die haben alle wirklich so eine verschiedene Funktion. So habt ihr jetzt zum Beispiel hier, so, das machen wir gleich, zum Beispiel auch hier den Stormtrooper-Helm. Der hat dann hier sogar nochmal einen Stimmverzerrer mit drin, dass ihr euch halt einfach ein bisschen mehr anhört, wie die Stormtrooper letztendlich im Film. Ja, auch da könnt ihr halt hier an der Seite den Knopf drücken und dann wird das Ganze einmal ausgelöst. Und man merkt schon ein bisschen auch die Entwicklung natürlich bei den Hasbro Helmen. Die sind nämlich mit der Zeit wirklich immer besser geworden. Also wenn man sich das Ganze auch hier in dem Fall von innen anschaut, ja, das ist hier sehr viel schlichter gelöst. Ihr habt hier wirklich nur das, letztendlich das Band. Und das Ganze ist hier auch an den Seiten gar nicht so gefüttert, wie ihr es hier vorhin bei dem Bo-Katan-Helm gesehen habt. Ja, aber auch der Helm lässt sich auch hier wunderbar tragen. Also wirklich eine Sache, die man aufziehen kann, aber sich auch wunderbar hinstellen kann. Und gerade hier der Stormtrooper-Helm, der gilt auch für viele Cosplayer als wirklich sehr guter Helm, weil man muss den eigentlich kaum modifizieren, damit er auch wirklich für einen Cosplayer richtig gut aussieht. Ja, wer sich jetzt die Frage stellt, was hast du denn hier eigentlich für Helmständer? Sind die vielleicht besonders teuer oder hochwertig? Nein, sind sie nicht. Tatsächlich benutze ich hier schlicht und ergreifend, man möge es gar nicht glauben, Küchenrollenhalter. Es ist nichts anderes wie ein Küchenrollenhalter für kleines Geld. Kriegt ihr unter anderem bei Amazon. Aber ich hatte das Ganze mal in einer Gruppe gesehen, wo es halt auch um die Helme ging. Und ja, das fand ich eigentlich eine klasse Idee, weil es halt einfach doch ein bisschen schicker aussieht, als das Ganze ja, einfach nur hinzustellen ohne die Halterung. Ja, eine Sache, die ich hier auch habe, ist ein Lichtschwert. Aber nein, ich bin jetzt nicht hier der große Lichtschwertkünstler und mache irgendeinen Obi-Any-Spin oder ähnliches. Ich habe mir das tatsächlich hier nur in dieser kleinen Miniaturgröße geholt. Einfach nochmal, um mir ja auch mein Lichtschwert so quasi mit in die Sammlung zu stellen. Das Ganze ist hier aber auch wirklich schön gemacht. Ja, ihr habt hier wirklich wunderbare, schöne Details. Ja, und passend dazu habt ihr dann hier den kleinen Ständer. Dementsprechend hier mit dem Logo könnt ihr das Ganze dann einmal hinstellen. So, hier ist dementsprechend noch der Bereich, wo hier so ein bisschen Baustelle herrscht. Ihr seht schon, das Licht hier funktioniert hier auch noch nicht an der Stelle. Und ja, das Ganze steht hier auch tatsächlich auch noch nicht final. Aber Boba Fett, auch hier ein Charakter, ich hoffe, ihr könnt es genau sehen, den ich absolut klasse finde. Ihr habt hier direkt mehrere Versionen des Darstellers. Ihr habt das Ganze hier einmal komplett ohne die Rüstung. Und dann habt ihr den Thron noch mit dabei und natürlich dann nochmal, ja, die fast schon ikonische Szene mit Han Solo in Carbonit und Boba Fett dann davor. Ja, und dann möchte ich euch auch noch den neuesten Helm einmal zeigen aus der Hasbro Black Series. Der ist nämlich erst vor einigen Tagen eingetroffen. Und das ist ein Helm, wo ich sagen muss, wow, auch da sieht man nochmal wirklich die Entwicklung von Hasbro an der Stelle. Der Helm, der hat hier auch diesen Stimmverzerrer, wo ihr dementsprechend hier an der Stelle drücken könnt. Aber sie haben den Stimmverzerrer nochmal wirklich verbessert. Also er ist wesentlich lauter nochmal, weil das wurde in der Vergangenheit immer sehr kritisiert, dass der Stimmverzerrer sehr leise ist und man das Ganze dementsprechend nachrüsten müsste. Und dann habt ihr dementsprechend auch das Batteriefach hier eigentlich recht gut versteckt. Ihr seht hier das Fach dementsprechend. Das kann man hier einmal abschieben und da kommt dann die Batterie rein. So. Auch was das Tragen betrifft, muss ich sagen, das Ganze sitzt wirklich sehr, sehr gut. Also es ist schon wirklich ein Riesenunterschied zu dem Helm mit dem Stormtrooper, den ich euch vorhin gezeigt habe. Ja, das ist einmal der Karton zu dem Hasbro-Helm, den ich von dem Clone Trooper euch gerade gezeigt habe. Und wenn ihr sagt, hey, das macht mich jetzt irgendwie neugierig und wie teuer sind denn solche Helme? Also, da kann ich euch ganz klar sagen, es ist ähnlich so wie bei Lego, man das Ganze auch sagt, man sollte da tatsächlich einen Preisvergleich machen. Es gibt viele Shops, die bieten das Ganze für um die 170 € an und das ist so, wo ich sage, hey, das muss man einfach nicht ausgeben. Ja, also es gibt diese Helme ganz, ganz oft im Angebot für teilweise 90 €, 100 € und das sind Preise, wo ihr definitiv zuschlagen solltet, weil das sind Preise, die kriegt ihr auch relativ oft. Also die 170 €, die würde ich definitiv nicht sofort ausgeben, nicht weil die Helme schlecht sind, sondern weil ihr einfach Geld sparen könnt. So, und dann würde ich sagen, sind wir hier auch erstmal durch hier an der Stelle. Ihr seht aber schon, man könnte natürlich hier jetzt wirklich auf jede einzelne Figur nochmal eingehen. Und vielleicht ist das auch eine Sache, auf die ich auf jeden Fall nochmal eingehen möchte. Aber für den Moment sind wir jetzt hier erstmal durch an der Stelle. Ich danke euch auf jeden Fall wie immer fürs Zuschauen und hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck von meiner Star Wars Sammlung bekommen und wünsche euch noch ganz viel Spaß an dem heutigen 4. Mai. Denn es wird auch auf Disney Plus einige neue Produktionen geben, die ihr euch vielleicht anschaut. Macht's gut und may the Force be with you. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo und aktiviert die Glocke.